Wer kennt das nicht? Man sitzt in einem schönen Café direkt am Meer und hört Chill-Out-Musik und denkt sich, es gibt nichts Besseres. Mein Name ist Thomas Foster und das ist der Mitschnitt einer Live-Session auf meinem Twitch-Channel Thomas Foster Music, in dem wir einen kompletten Chill-Out-Track produziert haben. Wenn ihr den fertigen Track mal hören wollt, findet ihr diesen auf Spotify, Apple Music, Amazon und allen anderen Streaming-Plattformen unter Thomas Foster, A Night to Remember. Den Link zu Spotify findet ihr auch in der Beschreibung dieses Videos. Wenn ihr mal live dabei sein wollt, wie wir einen Track produzieren, dann kommt doch einfach am Dienstag um 19.30 Uhr auf meinen Twitch-Channel Thomas Foster Music. Aber jetzt geht's los. Viel Spaß! Ich würde es gerne nochmal ganz kurz aufbauen, für die das letzte Mal, also vor 2 Wochen, nicht dabei waren, dass man so sieht, wie sich das zusammensetzt. Und zwar mache ich das hier am Hauptteil. Das sind so die Main Drums, da habe ich so ein Drum Rack mit einer Kick und das ist dann immer gefiltert. Kick und Snare mit Clap dazu. Da haben wir noch einen Crash. Da kommen verschiedene Beats dazu. Ich spiele die kurz einzeln an, dann hört man das besser. Das ist eine echte Hi-Hat, die tatsächlich ein Drummer eingespielt hat. Habe ich in Frankfurt aufgenommen. Ist auf MuteChain zu finden. Genauso wie dieser Shaker hier von MuteChain ist. Hier ein Beat von MuteChain. Alles ein bisschen gefiltert, damit es im Hintergrund mitarbeitet. Und wenn wir jetzt das ganze Schlagzeug hören, merkt ihr, Kick und Snare ist schön vorne und im Hintergrund ist so ein bisschen Dreck und Schlamm, der gar nicht so genau definierbar ist, der das ein bisschen cooler und interessanter macht. So, dann haben wir hier eine Gruppe mit Soundeffekten, die sind jetzt, glaube ich, mal nicht so wichtig, spielen an dem Part, glaube ich, eh nicht so viel. Wichtig ist der Bass. Das ist der Polymine, ein interner Synthesizer von Bitwig. Haben wir gar nicht live eingespielt, sondern ich glaube, den haben wir eingezeichnet mit der Maus. Das ist manchmal der effektivere Weg. Die Rhodes, die habe ich zuerst einfach einen Akkord eingespielt und dann haben wir den so gestrummt, würde ich das nennen. Also so wie eine Gitarre, dass nicht alle Töne gleichzeitig kommen, sondern dass die nacheinander kommen, was es ein bisschen interessanter macht. Nur beim ersten Akkord. Boah, neunstimmig. Was sagst du? Neunstimmigen Akkord, ey. Einen neunstimmigen Akkord, gell? Ist cool. Geil. Vielleicht die meisten 6, 7 Stimmen, aber 9 ist schon heftig. Ja, hat schön geklungen. Aber echt, jetzt verstehe ich auch. Da ist dann noch ein Filter drauf, der immer nach dem Anschlag zuzieht. Schaut mal, dieser orangene Punkt zeigt die Filterbewegung. Entschuldigung, der blaue Punkt. Mit viel Resonanz, deshalb. Hört man immer schön diese Bewegung. Da ist ein Pad. Dieses Pad hat ein LFO-Tool. Dadurch haben wir diese schöne Bewegung. Und dann habe ich noch Bells gemacht, die nur das Rhodes unterstützen. Damit es noch. Genau diesen Zweck, den hast du mir geschickt. Was sagst du? Genau dieses Muster hast du mir geschickt. Genau diese Abfolge. Gitarren haben wir auf MuteChain tatsächlich gefunden. Es war unglaublich lustig, wie die sofort gepasst haben. Einfach reingezogen, Tempo angepasst und. Ja, ein bisschen Phaser und Delay und Hall ist da drauf. Und was ist denn mit den Lead-Gitarren, die ich dir auch zugeschickt habe? Baust du die auch mit rein? Natürlich. Wir kommen zu deinen Sachen. Kein Stress. Alles gut. Ah, okay. Ja, im Prinzip sind das alle Spuren, die jetzt mal da sind. Ah ja, und Vocals haben wir noch gefunden. Die sind nicht von MuteChain. Die haben wir in einer Library gefunden.
und mit Melodyne angepasst. Und was wir da gefunden haben ist, der hat mir einfach vom Stimmsound so gut gefallen. Und der hat dann auch vorgegeben, wie der Track heißt, A Night to Remember. Und da hören wir jetzt mal den aktuellen Stand. Ah ja, was ich vielleicht noch sagen sollte, da vorne haben wir einen EQ eingebaut. Oder wo filtern wir denn das? Ich glaube, das Schlagzeug, genau. Genau, da sind zwei Filter, einer, der von oben angreift und einer, der von unten angreift. Dadurch klingt das Schlagzeug hier so extrem dünn. Und da geht es dann auf einmal auf und klingt voll. Und der Bass kommt dazu. Ah, und da vorne sind auch noch so schöne Vinyl-Geräusche. Ja, genau. Plattenrauschen. Ja. Schöner Song ist das. Ich mag ihn sehr. Also, da hast du auch geile Akkorde reingespielt. So war das zu sagen. Genau nach meinem Geschmack. Ich darf nicht mehr tanzen, sonst wird das wieder gegen mich verwendet. Genau wie die Sache mit dem Ständchen singen. Das war überhaupt ein schöner Effekt, dieser Hi, Schnau, Schnau. Sehr geile Geschichte. Jetzt kurze Strategiebesprechung, meine Herren. Ich kann es ja kaum erwarten, das Material von Mike reinzubringen und anzuhören mit euch. Aber ich glaube, strategisch wäre es sinnvoller. Wir schauen erst, dass wir auf eine sinnvolle Länge kommen. Irgendwie sowas zwischen 3 und 4 Minuten, oder? Und dann wissen wir gleich, wenn wir das Material durchgehen vom Mike, was können wir denn wo, was passt wohin und so weiter. Tun wir uns leichter, wenn wir gleich einen vollen Ablauf haben. Ja? Jo. Dann schlage ich Folgendes vor. Wir haben jetzt hier diesen soften Intro-Part von 16 Takten. Dann haben wir 2x16 Takte voll mit Beat. Diese 2x16 Takte, vielleicht machen wir uns auch so ein kleines MIDI-Filechen, wo man das alles sieht. Das ist ein Tipp, den ich euch überhaupt geben kann, der beim Arbeiten extrem sinnvoll ist. Wenn es um den Ablauf geht, dass man sich das grafisch so verdeutlicht, dass man bessere Orientierung hat. Das hier ist unser softes Intro. Ich nenne das mal Intro. 16 Takte. So ein Balken ist hier bei 16 Takte. Das nenne ich jetzt mal jetzt rot und nenne ich full. Vielleicht machen wir das sogar eher weiß. So. Und der Full-Teil kommt zweimal. Ich weiß nicht, ob wir da schon irgendwelche geringfügigen Unterschiede gemacht haben, aber im Wesentlichen ist es der. Und jetzt würde ich hier einen Soft-Part machen. Nennen wir den Break. Und dann nochmal einen Full-Part. Ah, Entschuldigung. Wir sind ja... Wir haben ja 4 Full Parts gehabt. Okay, dann machen wir den geringfügig anders, dass man das besser sieht. Und dann müsste das jetzt das Break sein und dann kommen nochmal 2 Full Parts und dann wären wir aus meiner Sicht bei 2 Minuten 20.
Ah, ich habe da vorne schon einen Fehler gemacht. Okay. Okay, wir schieben alles nach hinten. Der Fehler, den ich gemacht habe, ist, dass das hier doppelt so lang ist. Okay. Und jetzt kommt hier der Full Part 16 Takte. Und dann kommt ein weiterer Full Takt, deshalb hat das alles nicht gepasst, weil ich die viel zu kurz angelegt habe, nicht 16 Takte. So. Das war schon da und das haben wir jetzt kopiert. Aber den würde ich jetzt wieder zu einem Soft Part oder Break Part machen. Da würde ich mal das komplette Schlagzeug rausnehmen und auf jeden Fall den Bass. Und dann hören wir mal. Die Beats habe ich alle noch drin gelassen. Glaube ich, sollten wir aber auch nicht haben. Entschuldigung, da sind wir. Die Bells nehme ich auch mal raus. Und ich würde sogar, damit er mal mehr Abwechslung reinhört, dass wir uns nicht tot hören von diesem Schema, da diese Geschichte hier reduziert. Ja, so. Jetzt hören wir wieder von... Ah, weil dann Loop eingestellt ist. Okay. So, wir hören jetzt hier im Break. Da ist übrigens nicht nur Musik drin, sondern der Mike richtet gerade die Lampe. Ab der Hälfte dürfte schon ein bisschen was kommen. Wie wär's mit einem Snap? Da und da. Noch geschaut, ob wir da ein Element finden, das dann noch dazu kommt. Achtung! Ja, der war scheußlich, aber vielleicht finden wir irgendeinen. Oh, 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 was war das denn? Ja, das sind alle möglich. Okay, wir lassen das mal. Das Snap sollte mal ausreichend sein. So, das heißt, wir haben jetzt hier Break. Schlagzeug komplett raus. Bei der Wiederholung kommt dieser Snap rein. Deshalb färbe ich das auch dezent anders, dass man sieht, dass hier was dazukommt. Und dann kommt noch so ein Full Part. Und dann wären wir auf 3,20 und hätten eine angenehme Länge. Thomas, vielleicht einen kleinen Vorschlag. Gerne. In dem ersten Part von dem Break, ja, dass du da den LFO-Tool rausnimmst bei dem Pad. Ja. Und in dem zweiten Part aber wieder reinlässt. Gute dann gibt Idee. Es so eine leichte Steigerung. Für ja, finde ich gut. Wir sprechen hier auf Augenhöhe. Sehr schön. Hier, Pad. So, jetzt klicke ich einmal kurz das LFO-Tool an und aus, damit, wenn ich jetzt die Automation aufmache, das schon zu sehen ist. Diese Linie ist jetzt LFO-Tool on-off. Und jetzt kann ich hier einzeichnen, dass das hier ausgehen soll und hier wieder an. Hören wir mal. Getan lasse ich mal drin, weiß ich aber nicht, ob das... Muss man dann schauen. Oder vielleicht nehmen wir es gleich mal raus, damit... Ich glaube, wenn die den ganzen Song durchlaufen, dann nerven die ja irgendwann.
Deshalb wäre das angenehm, dass die hier einmal weg sind, irgendwas anders kommt. Und in der Wiederholung des Breaks können sie schon wieder da sein, um schon wieder den Full Part vorzubereiten. Kommt schon wieder langsam die Elemente rein, die wir im Full Part haben. Fände ich, glaube ich, gut. Für mich wäre das mal die Basis, dass wir eigentlich jetzt mal das Material von Mike anschauen könnten. Jo, auf geht's. Vollgas. Vollgas. Also, kurzer Überblick. Bisschen habe ich schon vorreduziert. Und die Dinge, die ich rausgenommen habe, was sehr wenig ist, habe ich weniger rausgenommen, weil es nicht gut waren oder so, sondern ich habe mehr Fokus auf, was passt in da, wo wir musikalisch hinwollen, was passt da rein. Da hat der Mike eine Gitarre gemacht. Was muss ich tun, dass wir die hören? Hier einschalten. Das Interessante an der Gitarre ist, dass die tatsächlich über MIDI eingespielt ist. Was, von was kommt der Klang? Vom Roland Integra 7. Roland Integra 7. Das klingt ja spannend. Mhm. Das wollen wir jetzt schon mal kurz wissen, wie sowas ausschaut. Roland Integra 7. Aha. Das müsstest du eigentlich kennen, Thomas. Tja, Hardware-Geräte, da mussten Kai fragen. sowas da, ja. Ja, genau, das ist das Gerät, mit dem arbeite ich. Genau. Genau das Teil habe ich bei mir weg. Schön. Genau das so. Und davon, und die ganzen Bläser und die ganzen Gitarren aus diesem Soundmodulkasten, sage ich jetzt mal, die klingen richtig natürlich. Ich gebe uns noch mal kurz einen Überblick. Wir haben hier. Das klingt brutal, als hätte ein Musiker. Ich meine, es hat ja auch ein Musiker gespielt, so meinte ich das nicht. Aber hätte ein Musiker auf der Gitarre gespielt, so klingt's. So, da haben wir gleich mal eine Vibraphonspur, die ich für sehr wichtig halte. Auch Integra 7. Aha, schön. Mhm. Ja, der hat schöne Sounds. Geil! Oh, das klingt geil. Das ist super Schleicher. Integra 7. Ich glaube, wir sollten damit anfangen. Und zwar im Break würde ich die gerne hören. Die sind echt schön, die Streicher, Mike. Mhm. Was haben wir hier? Entschuldigung. Auch schön. Die anderen finde ich jetzt noch spannend, aber die kann man wahrscheinlich auch dazu mischen. Und dann haben wir hier, ja, der Lieblingssound meines Partners waren immer die Windchimes. Wann immer etwas fertig war, ja, hat mein Partner gesagt, Moment, das passt noch nicht. Also wir reden jetzt wirklich von die Anfänge von Foster Kent, da haben wir noch nicht mal Foster Kent geheißen. Hab ich gesagt, schau, so klingt doch super. Nein, das passt noch nicht. Und dann wurde der Proteus hergenommen. Dort wurde, ich glaube, es war 32, Puise 32 oder 33, da war dann irgendwo diese Windchimes und die wurden in unhörbare Lautstärke, auch Lautstärke war meistens 33, passend zum Puise, noch eingespielt. Und dann sagt er, jetzt klingt's geil. Ich glaube, er schaut übrigens heute zu. Ist der Peter da? Schreib mal was im Chat, wenn du da bist. Ja, aber wer, hat sich bei uns eingeprägt, Windchimes 33. So, insofern dürfen die hier auch nicht fehlen. Ja, wir haben gelernt, Peter. Ja. Ja, und da ist was ganz was Geiles. Erzähl mal, wie du den gemacht hast. Der ist echt schön. Da habe ich dazu den Silent Synthesizer, einen ganz normalen, wie heißt der Bass nochmal? Ich kann mir mit dem Silent Synthesizer habe ich den gemacht und bin also dann nur dann mit, ich sag mal, mit Gliss-Technik, mit dem Zeigefinger nur ganz rasch über die weißen Tasten hoch von der ersten bis zur letzten Oktave und ganz rasch wieder runter. So, und dann brauchte ich nur noch die einzelnen kleinen Noten, die 64. Noten, je nachdem, wenn es so viele war, habe ich es ein bisschen gerade gerückt und dann stand das halt eben so. Und damit habe ich den Gliss über anderthalb oder zwei oder knapp anderthalb Oktaven ist das, habe ich den Gliss damit in 64. Noten damit erzeugt. Mhm. Cool. Der Silent Synthesizer war ja mal das Gerät aller DJs. Also alle DJs, die erfolgreiche Tracks hatten, wenn man die gefragt hat, mit was hast du den Sound gemacht, konnte man sich zu 80% sicher sein, die Antwort ist mit Silent. Und mit was hast du den Sound gemacht? Mit Silent. Ja. Mittlerweile ist er ein bisschen outdated. Ja. Ist nicht mehr das Neueste und so weiter, deshalb ist er nicht mehr ganz so viel verwendet. Aber viele schwören nach wie vor drauf und ich finde auch nach wie vor, dass der
geile Sounds hat. So, also wirklich ein schöner Spitze zum Einstieg. Genau da, wo er jetzt sitzt, freue ich mich super drüber. Was haben wir hier? Kimballs. Du hast dir ganz schön Gas gegeben, Mike. Das ist so viel schönes Material. Guck mal, Back of the DAW. Achso, ja, Entschuldigung. Okay, da ist nochmal so ein Bass-Drum-Schlag. Ja, das ist zum Schluss. Das war zum Schluss eigentlich gedacht. Ganz fürs Ende, gell? Ja, weiß ich schon. Ja, ja. Ja. So. Jetzt hat der Mike selber Akkordeon gespielt. Und das ist nicht MIDI. Richtig? Das ist ein echtes Instrument. Das ist ein richtiges, echtes Instrument. So, was gibt's noch, ja? Ja, Roland, warte mal, Roland. Ich sehe das immer nur im Museum. FR8X, jetzt habe ich's. FR8X ist das. Roland FR8X, kannst du mal eingeben. Ich sehe diese Dinge immer nur im Museum. Die gibt's noch. Wie heißt Roland FR8X. FR8X. Roland FR8X. Von wegen Museum. Hochwertige digitale Akkordeons. Ja, ich mache ja nur Spaß. Ach so. So schaut sowas aus, ja? Ja, das sieht man ja gar nicht. Ja, da ist es. Das Teil habe ich jetzt zu Hause. Zu diesem Akkordeon war mein Gedanke. Auf der einen Seite ist es irgendwie das Geilste, weil es halt wirklich authentisch ist und ein echtes Instrument und super ist. Zum anderen ist es natürlich auch das Element, das unseren Track am ältesten macht. Und wir wollen ja, dass es trotzdem noch ein cooler DJ-Track bleibt. Deshalb habe ich mir gedacht, vielleicht bringen wir das Akkordeon nur und ausschließlich im Break als völlig neues Element. Und dann geht's wieder zurück in die DJ-Welt. Und da darf's mal kurz ausbrechen. Da brechen wir aus der coolen DJ-Welt, gehen in ein Lokal rein, die Wellen, das Meer, der Akkordeonspieler und so weiter, schaffen eine schöne Atmosphäre und wapp, geht's dann wieder zurück in die DJ-Welt. Kann ich mir super vorstellen. Dann haben wir hier noch ein Vibraphon. Und wir haben noch ein Mikrofon. Ein Vibraphon. Super schönes Material, geile Arbeit, Mike, toll. Ich würde sagen, fangen wir gleich mal an mit diesen super schönen Streichern. Nicht umsonst haben da gleich alle aufgehört. Oh, das brauchen wir, das ist gut. Ich glaube, das war das hier, oder? Ah, das sind die hohen, die uns wirklich super überzeugt haben, sind die da. Die sitzen genau auf der 1 und die schieben wir jetzt mal, ich nehme die ganze Spur jetzt mal ein bisschen weiter nach oben, daher und die schieben wir jetzt mal auf das Break. Wo ist das Break? Das ist hier bei der 49, also schieben wir die mal daher und jetzt hören wir einfach mal. Super schön. Ausgezeichnet. Die würde ich auf jeden Fall das ganze Break durchlaufen lassen und dann wieder rausnehmen, wenn der Hauptteil kommt. Das heißt so. Und ein bisschen leiser vielleicht. Hören wir es mal mit ein bisschen Zusammenhang. Probeweise die Streicher mal rückwärts. Das können wir gerne probieren. Ich glaube, man hört es dann gar nicht so bei Streichern, ob die vorwärts oder rückwärts laufen. Ja, ich glaube, das kommt nicht gut. Aber und der einzige Effekt, den wir dann haben, ist, dass es harmonisch nicht mehr passt. Aber hören wir mal. Vielleicht täusche ich mich. Ja, war ein Vorschlag vom Chat. Ich finde, wenn es einen Sound gibt, wo man das gar nicht hört, ist es ein Streicher. Beim Klavier höre ich das, da habe ich einen harten Anschlag. Und auf einmal geht es rückwärts zum Anschlag hin. Beim Streicher, der fadet ein, der fadet aus. Das ist rückwärts dasselbe. Hören wir mal mit ein paar Takte Vorlauf die Streicher, wie du sie gespielt hast. Ah, und ich nehme auch Kopfhörer, damit der Sound besser ist. Das habe ich ganz vergessen. Achtung!
Jetzt mal Folgendes gemacht, ich habe am Anfang ein bisschen lauter, so minus 3 dB und gehe dann immer weiter runter auf minus 8 oder so, dass die sich so, ja, weil es kommt ja dann immer mehr dazu und es wird ja immer voller, dass die Streicher so am Anfang sehr präsent sind und dann wieder ein bisschen mehr Platz für anderes machen. Super cool. Macht große Freude. Das zweite, was ich mir gleich anschauen würde, ist das Akkordeon, wenn wir gerade beim Break sind. Und dazu ziehe ich jetzt mal diese Akkordeonspur hoch. So. Und hören wir mal gleich das Akkordeon, das zufällig an dieser Stelle ist. Vielleicht. Ja, der Mike war so lieb, hat es mir nochmal ohne Hall geschickt. Aber das braucht natürlich viel Hall. Das Problem ist nur, wenn der Mike mir das schon mit Hall schickt, und der Hall hat sogar super geklungen und so, nur wenn wir dann sagen, ah, der Hall ist ein Ticken zu viel, dann können wir nichts mehr machen. Deshalb ist es besser, wir kriegen es ohne Hall und machen diese Effekte selber. Ich habe als erstes mal einen Kompressor gemacht, weil der schon eine sehr hohe Dynamik hat, dieses Akkordeon. So. Ich glaube, EQen müssen wir es gar nicht. Weiß ich nicht. Ich nehme einfach mal einen her. Aber es klingt schön, erstmal gebe ein bisschen die sinnlosen Bässe unter 100 Hertz raus. Jetzt habe ich Lust auf Baguette. Mon chéri, hola, yeah. So. Ja, genau. Und dann brauchen wir jetzt noch einen Reverb und eher einen langen, so 3 Sekunden oder so. Mike, was sagst du? Wie ich das hier auch geschickt habe, also sage ich auch, wie ich sie auch vorher geschickt habe, war genauso. Ja, eh. Der einzige Unterschied. Halt, du baust ihn halt ein. Ah, du hast absolut recht, aber der einzige Unterschied ist, wenn wir jetzt sagen, ah, der Hall ist ein bisschen zu viel, dann können wir noch was machen und müssen nicht damit leben, wie es ist. Das ist der einzige Unterschied. Ansonsten, das war ja super, wie du es gemacht hast. Also insofern habe ich das jetzt eigentlich genauso gemacht. Absolut richtig. So, hör mal. Ich finde, die zweite Phrase hier ist ein bisschen ruhiger, ein bisschen intimer und damit passender zu diesem Part. Insofern würde ich die mal gerne vorholen. Hören wir die nochmal? Können wir das so vorholen, dass das... Thomas, ich überlasse alles dir. Ich bin einfach nur gespannt, was du da draus machst. So. Ich habe das mal ein bisschen weiter nach links geschoben. Na, war doch nicht ganz, was ich wollte. Ich schiebe es nochmal zurück. Eins nach links. Mit der Phrase bin ich noch nicht ganz glücklich. Schauen wir mal, was wir noch haben. Ja, ich hast die Noten wahrscheinlich ein bisschen verschoben. Was? Wahrscheinlich hast du die Noten etwas verschoben. Du musst darauf achten, dass der Glist nicht an 32 ist, zu weit, zu spät oder zu früh. Ja. Was wäre, wenn wir, was mich nicht ganz überzeugt, ist diese Blue-Note da, die ist ein bisschen zu jazzy für meinen Geschmack, aber... Ja, ich habe jahrelang auch Jazz gespielt. Ja. Das kriegst du natürlich nicht so schnell raus. Na, alles gut, alles gut. So, was ist, wenn wir das da herstellen? So. Ja.
oder anderer Forscher. Die Phrase ist nicht so schlecht, aber es wäre, wenn wir das zu unserer Kernmelodie machen. Jetzt kommt was anderes, Vibraphon oder so. Und... Genau. Sitzt der falsch? Weil der Snap ist, hört man das. Spät, ne? Weil der Snap jetzt da ist, hört man das Timing besser. Ja, aber dann machen wir doch das Timing so, wie wir es haben wollen. Wir haben ja alle Möglichkeiten. Wir machen das einmal groß. Wir gehen hier auf Stretch. Ja, was ich höre ist auf die 3. Das stimmt schon mal alleine nicht richtig. Wenn ich mir das Taktmaster angucke, dann ist versetzt. Da stimmt was nicht. Jetzt stimmt's. Nein? Jetzt stimmt's. Jetzt ist schön. Hören wir nochmal kurz mit runter. 2, 3, 4. Oder? Ja, perfekt. Ja, ja, würde ich sagen, ja. Gut. Das heißt, dann nehmen wir die alle raus und schieben den, gar nicht so leicht, hierher. Drei, vier. Gefällt uns die Phrase? Ja, die jetzt kommt. Ja. Eigentlich schon, gell? 3, 4. Und hier jetzt nochmal was anderes statt der Phrase. Und dazu hören wir jetzt nochmal in das restliche Material rein, ob wir noch irgendeine Phrase für hinten finden. Ich würde mal da reinhören, weil der Pegel da so wenig ist und es könnte ein bisschen gefühlsvoller. Ja, ja, ja. Ganz schön viele Noten, Mike. Ja, da glaubt man wohl. Es waren alle. Es waren alle, ja genau. Das waren 16. Sechstonen war das gewesen. Na, das ist täglich, gleich beim Aufstehen. Das habe ich auch gehört. Das brauchst du mir noch nicht sagen, ist doch klar, ja? Gleich mal zum Aufstehen in der Früh spiele ich immer mal meine 16. Noch vor dem ersten Kaffee, gell? So, hör mal, ich habe das mal einfach hingeschoben. Das will ich wieder wegmachen. So, und das ist immer dieselbe Phrase. Ich färbe das mal ein bisschen anders ein, dass man es ein bisschen schöner sieht. Und die zwei sind auch noch gleich. Rot. Ja. Und die zwei sind aber unterschiedlich. Insofern machen wir da nochmal eine andere Farbe. Hören wir es nochmal an. Und da, wo nichts ist, kann ja irgendein anderer in der Gitarre oder sowas kommen. Und das Schöne ist, wir haben jetzt eine Melodie, die man im Kopf behält. Mit einem Thema. Und es passt leider auch genial, A Night to Remember. Ja, auf einmal sitzt man in dieser schönen französischen Bar mit der schönen Frau. Der Mike kommt vorbei. Spielt für uns. Ja. Da wird es dem Mike zu viel, da denkt er, ich hätte auch gern was von der Frau ab. Ja. Achtung! Foster, geh mal weg, das ist die Phrase. Ja. Zwei. Ja, und dann hören die Streicher aber auch wieder auf. Da muss wieder cool werden. Was ist, wenn wir hier einmal nur zum Versuch, gar nicht lang, ein paar Takte, alle Harmonieinstrumente rauslassen? Oh. Fett!
Und jetzt kommt sie schon wieder rein. War ich nicht schnell genug? Nochmal kurz hören? Ja. Vielleicht kann noch irgendwas rein, das nicht ganz so leer ist, aber basically. Damit es mal groovt wieder und zack. Jetzt baut es wieder auf hier mit dem Arrangement. Hi-Hats müssen da rein, die sechste Hi-Hats. Ah. Auch nett. Die Takte stimmen nicht, Thomas, das höre ich schon. Der Einsatz stimmt nicht. Der Einsatz stimmt nicht? Nein, der Einsatz stimmt nicht, nein. Und zu wenig gesetzt? Nee, willst du mir? Zu spät, aber das müsste ich jetzt mir näher angucken. Na, das ist gar kein Problem. Wir ziehen die Spur ein. Warte mal, welche Spur ist denn das? Das ist die Spur 16. Das lösche ich kurz raus, ziehe die neu rein. Vielleicht habe ich es irgendwo beim Herumschieben, das kann schon sein. Das sind die Spuren, wie ich sie vom Mike bekommen habe. Ja, es kann ja auch sein. Ich habe mir vorher immer so ein chromatisches Schleifen eingebaut. Das heißt also, bevor die Hauptachtel anfängt oder der Hauptton, habe ich also eine Triode davor gespielt. Du müsstest dann also letzten Endes... Also wo waren die Phrase? Ich sag mal, die vielleicht um eine Triode nach hinten versetzen. So, ja. Dass der Hauptton auf der 1 kommt. Bam. Weißt du, was ich meine? Das sind Vorschlagtriolen sind da drin. Aber welche Phrase war denn das, die wir jetzt gerade hatten? War das die da? Nee, du war da mit dem... Nein, das war eine andere Phrase. Mit dem, im Thema war das jetzt... in der zweiten Phrase rumgefuchtelt hatte. Ich glaube, das da war's. Ja, das war's. Okay. Jetzt habe ich die wieder kopiert. Da war was nicht stimmig. In der Takten nicht stimmig. Nochmal das Thema. Jetzt stimmt's, ja. Spitze und dann sind wir fertig. Okay, also mir gefällt das Akkordeon schon mal super. Schreibt doch mal im Chat, was ihr, was euer Eindruck von diesem Akkordeon jetzt ist, das wir gerade gemacht haben. Akkordeon. Was sagt ihr? Also meiner Meinung nach, Mike, hast du da ganz großes Kino gemacht mit dem Akkordeon. Echt super. Oh ja, danke schön. Passt ziemlich gut rein. Klingt richtig geil. Also. Ja, total. Ich wäre nicht drauf gekommen, also selbst nicht drauf gekommen, ein Akkordeon da reinzuwerfen. Gar nicht. Wer denkt dahin? Das passt echt klasse. Schön. Ja, ich wäre Akkordeon ist 20 Jahre lang. Trotzdem habe ich Lust auf ein Baguette. So, schau mal, was der Chat schreibt. Wie viele Noten hast du gespielt? Alle wie Chuck Norris. Sehr geil, schreibt er. Den Gedanken hatte ich auch gerade. Echt toll. Guten Abend. Geul, schreibt der Ralf. Mega, schreibt der Frank. Super gut, schreibt der Ralf. Einen Slap Bass. Oh ja, kann ich mir auch vorstellen. Bleiben wir trotzdem jetzt erstmal beim Material vielleicht von Mike. Ein Pad, ein zartes, okay, wir haben schon ein Pad, aber man kann nie genug haben. Geil, wie wär's mit Schnipsen? Haben wir auch schon. Und dann haben wir ein paar Einser, weil wir haben das immer eingeführt, dass wir eine Eins machen für gefällt mir und eine Null für gefällt mir nicht. Akkordeon-Solo ist super, 1-1-1, sehr geil. Vocals im Break noch ausdünnen, schreibt der Ravu. Ja, kann ich mir vorstellen. Geil gespielt, aber die vierte Phrase gefällt mir nicht so. Aha, ich nehme an, das da ist die vierte Phrase. Hören wir nochmal. Bis daher alles perfekt. Das wäre jetzt für mich die vierte. Ja. Schauen wir mal die da hinten. Was ist, wenn wir die da hinten zweimal bringen? Nein, nicht so gut. Machen wir mal zweimal Ando.
Wir finden sicher noch eine. Dann suchen wir noch eine. Neue Spur. Audiospur. So. Dann ziehen wir nochmal die Akkordeonspur, das Waffpfeil rein. Und schauen, was wir noch haben. Die ist doch eine schöne Antwort auf das, was wir da haben. Warte mal. Mal schauen, ob ich mich täusche oder ob das passt. Statt der wollten wir ja was. Nicht so schlecht. Was ist, wenn wir die ein bisschen nach links machen, damit der auf der 1 sitzt? Die ist schön, die ist sehr simpel, aber sehr passend. Ja. Ob das Verschieben von mir überhaupt sein muss, weiß ich nicht. Ich hören wir es nochmal da, wo sie war. Ein bisschen mehr laid back ist vielleicht besser. Ja, ist geiler. Super. Ja, das ist eine schöne Idee. Ja. Danke für die Anregung, lieber Enrico Kruse. Und jetzt Foster Geweck. Ich will her. Ja, super. So. Und dann kommt der DJ und sagt, nein, jetzt bin ich wieder dran. So, schöne Geschichte hier. Schauen wir mal, was wir noch haben. Ah, so sieht der Mike also in echt aus. Ja, 20 Jahre jünger, würde ich mal sagen, als auf dem Foto, das wir immer sehen. Stimmt, ich finde es ein bisschen hektisch. Ja, das hat sich noch auf diese Phrase, die wir gerade rausgeschmissen haben, bezogen. Das Besagte könnte noch etwas später kommen. Ich glaube, das bezieht sich auch auf, nicht mehr auf den aktuellen Stand. Ja, super, fein. Dann sind wir doch auf einem guten Weg. Wollen wir uns mal entweder die Gitarre oder das Vibraphon? Was meint ihr? Gitarre. Gitarre, jawohl. Yeah. Ja, wir sind so cool. Gitarre. Natürlich, Woldi und Gitarre. Das ist eine Einheit. Genau so. Die Phrase ist es, oder? Die Frage, genau so. An der Stelle passt das. Und so habe ich es auch arrangiert. Genau so. Die Phrase ist es. Passt schon. Genau. Erledigt. Nächstes Thema. Pass auf. Wir machen hier, ich dupliziere die Spur. Und da gehören auch die Streicher. DAW wieder, Thomas? Ja, Entschuldigung. Die Phrase, die wir da gerade gehört haben, die kopiere ich daher. Und jetzt hören wir mal vom... Und da gehören auch die Streicher genau zu der Gitarrenphrase dazu. Ja, da sind 4 Kilo Hall drauf, da brauchen wir gar nichts mehr machen. Und jetzt hören wir mal. Was meint ihr? Ich habe die mal da hinten hingestellt und lass die mal da stehen. Wir dürfen es auch nicht überladen, merke ich gerade. Aber ein bisschen ja, was geht noch. Stimmt. Das war die Phrase, die wir kopiert haben, oder? Ich schiebe mal diese ganze Phrase hier auf den ruhigen Part drauf. Aber ich muss vorsichtig sein, dass das richtig da, ich muss das Grid einstellen. Man hat ja bei der Software, bei jeder Software immer so ein Grid, dass wenn man das verschiebt, dass das irgendwo nicht beliebig verschoben wird, sondern
in Takten oder Vierteln einrastet. Ich habe das jetzt auf Ganztakt geschiebt, damit ich garantiere, dass es hier an die richtige Stelle kommt. Passt diese Phrase als Antwort? Schieben wir die mal nach hinten. Mal ein bisschen experimentieren. Noch nicht so ganz, oder? Kommt das ein bisschen zu spät? Man kann es also lassen, ja doch. Aber es ist jetzt ein bisschen ungewöhnlich für meine Ohren, weil es ja auch rhythmisch anders geschnitten worden ist. Ich lasse die beide mal stehen. Sie sind nicht verkehrt. Sie sind noch nicht perfekt für das, was wir hier machen. Hören wir mal, da ist eine weitere Spur. Was mir an der gut gefällt, ist, dass es so wenig ist, dass es so reduziert ist. Das gefällt mir besser. Hören wir mal da. Lustig. Was nimmst denn du für Drogen, Mike? Wenn man 25 Jahre lang sich intensiv sich mit MIDI-Programmierung und MIDI-Arrangements beschäftigt, dann muss man es drauf haben, irgendwann mal. Sehr cool, sehr cool. Ja. So. Vielleicht ein bisschen später, zack. Also die Akkordeonphrase ist der Hammer, super. Noch später. Und da machen wir das. Ja. Die braucht es gar nicht mehr, weil da haben wir eh schon unser Gesangsfeil, dass der irgendwas macht. Die konkurrieren dann nur. Ich hätte es jetzt mal so. Hören wir nochmal. Sehr einfach und reduziert. Wir dürfen es nicht überladen. Auch. So, dann ist mir noch eine Kleinigkeit aufgefallen. Aber schreibt erstmal in den Chat, was ihr, wie ihr den Part jetzt findet. Was meint ihr, Michael? Ich glaube, dass der Einstieg nicht so richtig passend ist. Du hast da diesen Bassslide da irgendwie drin und dann kommt plötzlich. Ich glaube eher, dass das, was hinten im Break passiert, nicht gut ist, um ins Break reinzuleiten. Also der letzte Takt hier, da glaube ich, liegt das Problem. Ja. Das passt genau, nicht. Also da würde ich Bass und so und das Schlagzeug würde ich rausnehmen da an der Stelle. Und dann würde ich es gerne gleich noch einmal so im gesamten Kontext mal hören.
Ja. Ob das vielleicht zu viel ist, was da drin ist, dass sich das ein bisschen überschlägt. Aber ich denke, das können wir am besten beurteilen, wenn wir es einmal mit Kontext, mit ein bisschen Vorlauf dann. Wir sind uns alle einig, der Übergang mit den Vocals passt nicht. Das hat auch gerade der Ravo im Chat geschrieben. Was man mal auf die Schnelle machen kann, dieses eine Gesangssample, das ich sehr geil finde, was so rückwärts und so weiter abläuft, das sparen wir uns, wenn wir aus dem Break wieder zurückgehen in den Hauptteil. Da wird es super passen. Aber da nehmen wir das raus. Ja, schon viel besser. Kann man sicher noch optimieren, aber ist schon mal viel besser. Soll man mal einen Fullteil hören und dann das Break? Gern. Falls du wieder auf DAW? Entschuldigung, ja. Der Traffic schreibt schon den gezogenen Bass von vorhin. Absolut brauchen wir den dann. Das ist Gänsehaut, das ist super. Die gefällt mir sehr gut. Absolut. Na, Mike. Das ist deine Funk-Basslinie, wie du das Gesetz hast, genial. Vielen Dank. Aber kann ich nur zurückgeben, was da mit den Streichern und dem Akkordeon und so passiert, ist schon großes Kino. Ja, ich sage ja, nur zusammen ist man stark. Apropos zusammen, wo war Michael? Was denkt ihr an der Stelle? Also der Einstieg in den Break ist noch ein bisschen, weiß nicht, also noch nicht so ganz richtig. Mhm. Da ist auch noch eine umgedrehte Crashbacken, glaube ich, dabei, gell? Find's jetzt schon viel besser. Also mit dem Reverse Vocals wurde was angekündigt, was da nicht hergehalten hat. Mhm. Ach, der letzte Turmschlag, der irritiert ein bisschen. Da denkst du immer, da kommt jetzt was. Ja, der allerletzte Turmschlag. Hast du recht? Was ist mit den Soundeffekten? Hören wir mal ohne die Soundeffekte. Was mir nicht gefällt an den Soundeffekten, dass die da abreißen. Weil die müssten eigentlich so soft ausklingen und nicht zapp. Dieses Messerscharfe mag ich eigentlich nicht. Um in das weiche Break hineinzuleiten. Besser, oder? Besser. Ja, wesentlich besser. Was ist mit einem schönen Soundeffekt, so ein ganz hohen Riser dazu passen? Kann das sein? Riser, so ganz zarten? Bevor wir noch weiter probieren, ich meinte jetzt gerade das Gegenteil an Impact, dass wir einen haben, der einfach nur so einen schönen. Irgendwas mit White Noise so. Also. SFX. Impact. So. Und jetzt schauen wir mal. Ja, genau. Ah, das ist zu hart, Thomas. Oder wir versuchen es danach zu kloppen. Nee.
die passen alle. Etwas Weicheres an Ryzom. Ja. Was ist ja. Einen harten Aufpraller. Warte mal kurz. Das die sind zu hart. Das ist ja ein Schmusestück bald, kannst du bald sagen. Sehe ich ja? Ganz genauso. Warte mal ganz kurz, wo sind denn? Die wissen jetzt, glaube ich, schon auf der richtigen. Ganz kurz, Thomas. Ich wollte dich ganz kurz unterbrechen. Wenn du geh mal auf den Ort zurück, wo die ganzen Dateien abgelegt sind, wo du gerade warst. Ja. So, ganz kurz noch, dann kannst du gleich wieder weitermachen. So, geh mal auf meinen Ordner wieder zurück, den du von mir bekommen hast. Also jetzt den Ordner von WeTransfer, den ich geschickt habe. Ja, den sehen wir bereits. Ich glaube, du siehst das ein bisschen. Ja, so ganz unten, die letzte Datei, wo XXXX steht. A Night to Remember Arrangements. Foster, der 2MBA, so das ist dann, wie ich jetzt gemacht habe, was ich drunter verstehen würde. Du hast das aber wieder etwas anders arrangiert und jetzt könntest du dann als Vergleich jetzt auch mal mein Arrangement anhören. Aber das kannst du später machen. Dann hören wir später rein. Machen wir doch uns das kurz fertig, dann haben wir einen Vergleich. Das ist spannend. So als Vergleich jetzt, sag ich jetzt mal. Ja, ich verstehe schon. Ich hätte jetzt kurz gesucht, die Kashmir Library, wenn ich die denn finde. KSM, wie wird denn die abgekürzt? Hier, KSHMR, KS, da sind wir eh schon. So, ja wunderbar, wir sind da. So, und da die FX-Elements, Impacts, Main, Lows, Carry, High. Das ist hoch. Das ist jetzt was viel Weicheres. Das ist aber das passt nicht. Das passt Warte mal, wenn man den Einser filtern könnte, das in eine gute Richtung schon. Gehen. Ja, meinst du? Wirst du sehen. Hm. Genau. Ja, bin ich mal gespannt. Wo brauchen wir es denn? Wo sind wir denn? Hier, wo sind's Bracket? Okay. So und. Einseres, hierher, auf eine neue Spur, wo sonst nichts anderes ist. Und da machen wir einen EQ drauf und ziehen mal unten alles raus und geben noch ein bisschen mehr Halt drauf. Wie wäre es mit 7 Sekunden? So ist das ganz schön, oder? Vielleicht oben auch noch ein bisschen was rausnehmen beim EQ. So? Fällt dir so besser mit weniger Höhen? Ich habe jetzt gerade nicht gehört. Ich höre es jetzt gerade nicht. Ja, so wird er noch angenehm. Ja. Super. Ja, das kann man lassen. So. Und wo wollten wir dann? Genau, dann wollten wir uns anschauen, diesen wunderschönen Glissando. Mit dem Bass ist das. Das ist, ich weiß gar nicht, wird es abgespeichert. Ich glaube, ich hab's schon. Ja, das dürfte da Spur 13 sein. 800, ja, Spur 13. Ich schaff's rechts. Da passt aber einer auf. Hallo. Ja, Mensch, Michael, du bist ein 1A. Voll am Start. Ja, das stimmt. Ja, noch bin ich. Noch nicht eingeschlafen. Ne? Ja, bin ich. So, das Kopieren. Latenzgeschichte, die ist ein bisschen schwierig. Welche Latenzgeschichte? Achso. Ich glaube, wir haben ungefähr 3 Sekunden zwischen dem Ton von Zoom und dem Bild von Twitch. Ja. Achso, ja. Hinpassen tut das, ich gehe damit mal auf die Soundeffekte-Spur auch, hier oben. Hinpassen tut es an 2 Stellen, entweder zum Einstieg nach dem Intro oder nach dem Break. Das sind die 2 Stellen. Ja. Ja.
Genauso. Ja. Perfekt. Genauso habe ich es auch gemacht, ganz genauso. Es ist gut so auf jeden Fall. Ich bin mir noch unsicher, ob da noch etwas mehr geht. Da muss noch vor der Bassdrum, so vor der 1 ja, kommen. Vielleicht einen kleinen Tick nach rechts. Hört mal, wo ich sie jetzt hingesetzt habe, finde ich. Nein? Also ich finde es geil. Da passt. Nee, aber jetzt sitzt. Also irgendwie sitzt das auch ganz leicht daneben. Ich glaube, wir müssen da noch irgendwie messen. 68. nach hinten. Oder? 68, meinst du 64? Ja, genau, das meinte ich. 68. Oder 68. Ja, da hört man den Profi raus, oder? Lass es raus, Micha. Ja. Schatz, was wir da haben, der erste sitzt super. Der erste sitzt super und der zweite sitzt dann nicht so schön. Der kommt einen Tick zu früh, ne? Ja. Deshalb machen wir Folgendes. Wir stellen das um, sodass wir das stretchen können. So. Und dann setzen wir hier einen Marker, damit der sich nicht verschiebt. Und den schieben wir dann nach hinten. So, jetzt genau ist es mal, so. Ganz jetzt genau ist es mal so. Rhythmisch. Jetzt würde ich aber gern noch einmal probieren. Was ist, wenn wir das ein Viertel verschieben? Ich finde, das sitzt besser. Fett. Ich glaube, also entweder noch etwas später oder etwas früher. Nee, da kommt er falsch. Schau, er macht eins, Thomas, zwei, mach mal bitte noch ein Viertel nach hinten. Ein Viertel nach hinten. Ja, probier, komm mal, es ja mal. Da sitzt es für meine Ohren gut. Ja, bin ich auch dabei. Eigentlich gut, ja. Ich hab das, wie das gerade eben hat, das habe ich das im Original auch so gemacht. Ja, das kann ja jetzt jeder behaupten. So. Und die zweite Stelle, wo das gut sein könnte, ist hier im letzten Takt, bevor es da wieder losgeht, vom Break. Nochmal ohne. Da ist schon sowas, gell? Dann nehme ich mal den Bass, der da schon ist, raus. Besser. Eigentlich gehört das Ganze in die Bassspur rein, finde ich. Ja. So, und dann können wir es wahrscheinlich auch hier, ist ja so ein kleines Break, da nochmal hinschieben. Okay, ich glaube, den haben wir jetzt schön gesetzt. Den benenne ich 341 Mike's Gliss. Genau. So, hören wir noch ins Vibraphon. Vibraphon könnte ich mir vorstellen, sehr wenig, sehr reduziert, aber dafür in der Dauerschleife, dass wir noch ein bisschen mehr anreichern, was so im Hauptpart passiert. In einer Dauerschleife? Naja, also dass es halt im Loop liegt, so. Aber das nervt doch irgendwann mal, oder? DJs nerven immer, ja? Ja. Aber gut. Entschuldigung, ich war jetzt verwirrt. Da haben wir vergessen, eine Gitarre rauszunehmen. Schön die Phrase. Merken wir uns die mal.
aber zu laut. So eine Variation dazu. Thomas? Ja? Ich erreiche hier gerade auf anderen Wege eine gute Frage. Hast du schon mal gespeichert? Natürlich, natürlich. Dankeschön. Die ist nicht so schlecht. So, und dann schieben wir das, was da kommt, auf den Teil da hinten, damit wir es gleich da mit Beat hören, wo es auch letztendlich dann sitzt. Was ist das? Ja, das raschelt es die ganze Zeit. Bei wem macht es so? Ist das bei dir, Mike? Bei mir? Nee. Bei mir ist alles doch. Wer hat einen Vogel? Einen Vogel habe ich, aber bei mir brummt es nicht. Also bei mir ist alles totenstill. Ich will nochmal kurz hier schauen, dass ich das richtig verschiebe, das Gerät auf ganze Stellen. Dann kann man das da nach hinten schieben. Auch nicht schlecht. Und jetzt die gleiche Phrase umgedreht. Rückwärts. Ja, warte mal. Mit umgedreht. So, warte mal, so. Und das umdrehen. Whack. Und hier, zack. Kung Fu, zack. Achtung. Ist das nicht geil? Total fett. Bin ich auch alt. Schau noch da kurz. Aber ich glaube, die Entscheidung ist gefallen, oder? Ich glaube, die Entscheidung ist an der Stelle gefallen. So. Und hören wir mal von vorne ab, wo das kommen könnte. Hört noch mehr Effekte drauf. Vielleicht noch ein Delay am Ende. Das ist ein bisschen. Man hört alles. Ja, also man merkt, Tom ist ein richtiger, ist immer so ein Soundkünstler, so ein Effektierungskünstler auch. Kann mit dieser Bezeichnung leben. Ja, doch. Wie klingt ein Saturation auf diesem Sound? Das ist krass, oder? Ja, dezent. Ein bisschen was davon. Und dann den Delay. Krass. Lass das mal so. Hall muss noch. Längere Hallfahne bitte, auf 400 Millisekunden. Was? 400 Millisekunden? 400 Millisekunden. So weit geht's doch gar nicht. Ja, aber ruhig eine längere Hallfahne, die kannst du ruhig mit einbauen. Warte mal kurz. Jetzt wollte ich noch was ganz was Krankes ausprobieren. Pitch minus. Das sind wir sowieso. Hört mal, das ist Pitch minus 12.
Das klingt da richtig spooky, Herr. Was ist, wenn wir die ganze Spur doppeln? Und in der Doppelung gehen wir auf minus 12. Ach, da ja. Ja, probier erst mal aus. Auch und dann gehen wir das eine ganz nach links und das andere ganz nach rechts. Also. Jetzt habe ich mich gewundert, das dass ich. So krass. Jetzt habe ich mich gewundert, dass ich nichts höre. Dabei habe ich den Kopfhörer nicht nur auf einer Seite aufgehabt. Dann ist klar. Aber es klingt doch super so in Oktaven. Ja, lass das ruhig mal so. So. Und jetzt würde ich das mal über den ganzen Song drüber schießen. Und wir schauen dann einfach, wo es gut ist und wo es nicht so gut ist. Und dann könnte man mal wieder den Song durchhören, dass wir ein Gespür wieder kriegen, wo wir stehen. War zu laut. Ja, war zu laut. Ja, aber. War zu laut. Geh mal ein bisschen leiser und lass das doch mal laufen. Ist doch etwas zu laut. Klein bisschen noch. Ein klein bisschen leiser noch. Und die ganzen Effekte, das macht mir eigentlich so keine Freude. Ich mache jetzt Folgendes. Ich habe jetzt die Effekte zweimal auf zwei Spuren. Das gefällt mir aber aus technischen Gründen nicht so gut. Deshalb kopiere ich jetzt alle Effekte, lösche sie raus auf beiden Spuren, gruppiere die beiden Spuren. Also mit Command C habe ich sie kopiert und jetzt setze ich sie mit Command V auf die Gruppe wieder ein. Damit, wenn ich an irgendeinem Regler was drehe, muss ich nur an einem Regler drehen und es ist bei beiden gleich auch geändert. Ansonsten müsste ich, wenn ich jetzt den Hall plötzlich erhöhen wollte, müsste ich das auf zwei Reglern machen und das ist dann irgendwie ein Blödsinn. Ist so umständlich, wie Vibraphon. So. Und dann würde ich gerne versuchen, den Hall massiv nach oben zu fahren, wenn am Ende der Phrase. Das heißt, hier. Weiß ich nicht, ob mir das gefällt. Vielleicht nicht ganz so extrem. Ja, nicht ein bisschen weiter runter nehmen. Also etwas klein, ein bisschen weniger nehmen. Der Weini Art schreibt, ob wir nicht das hohe Vibraphon etwas später kommen lassen wollen als das tiefe. Habe ich keine Idee dazu, ob das was. Thomas, ich habe eine Idee. Ja, warte, lass mich noch einmal mitnachten. Ja. Weiß ich nicht, ob mir das gefällt. Eher nicht, oder? Was ist deine Idee? Ja, also ich würde es mal ausprobieren, zumindest erstmal ausprobieren, erstmal das tiefe Vibraphon, die Oktavierung nimmst du runter, der beim nächsten Clip genau umgekehrt, dann lässt das hohe Vibraphon oben drauf, nimmst die Oktave runter und beim nächsten Clip wieder umgekehrt, dann lässt das tiefe Vibraphon und nimmst die hohen wieder weg, immer im Wechsel. Verstehst du, was ich meine? Erstmal oktaviert, minus 12, lassen. Nächster Clip, Oktave höher, im Original, lassen. Am dritten vielleicht einmal zusammen oktavieren oder beim vierten, wie auch immer. Muss mal gucken, wie das machen. Also wie eine Phrase. Frage, Antwort, Auswahl. Frage, Antwort, Auswahl. Habt ihr das verstanden? Ich glaube schon. Ja, ja, du machst also immer im Wechsel. Eine Oktave nimmst du raus, nächsten Clip und dann genau umgesetzt. Also umgekehrt. Dann nimmst du erstmal nur mal zum Probieren. Ich glaube nicht, dass du das gemeint hast, was ich jetzt gemacht habe. Aber ich habe eigentlich im Prinzip sowas gemacht.
Das geht auch. Das geht auch. Hören wir mal im Zusammenhang, sonst kann man sich das nicht vorstellen. Doch, nicht so schlecht. Der ist jetzt schön. So. Die Frage ist, ob da mehr Platz für diesen sein muss. Du hast mit dem Reverb, mit der Automation versucht, einen Effekt zu generieren. Da habe ich festgestellt, das lässt sich mit dem H-Delay sehr, sehr geil machen. Okay. Was genau? Wenn du das H-Delay auch mal noch mit drauflegst, ja. Auf das Vibraphon, du kannst dem Ding ein Feedback von über 100% einstellen. Mhm. H-Delay Monostereo. Ja, Mono oder was, ne? Und wenn allerdings vor das Reserve. Zusätzlich zu dem Delay, das ich schon habe, oder erstmal starten? Ja, das kannst du vielleicht mal ausschalten. Können wir mal ausprobieren. Ob der Effekt überhaupt gut kommt. Das müssen wir mal ausprobieren. Feedback. Genau. Mach mal beim H-Delay noch rechts unten den Analogschalter auf aus. Sonst rauscht das Ding nämlich. Genau. Diesen Effekt, der da kommt, den mag ich ja sehr. Ja, du gehst dann irgendwann, direkt danach mit der Automationskurve auf 120. Den liebe ich. Langsam abfallen oder so. Können wir den mal einbauen und aufnehmen und nochmal schauen, ob wir den irgendwo platzieren. Der ist großes Kino. Da so. Aber ich dachte, wir können auf... Da, wie es da klingt, das ist echt schön. Das ist echt schön. Und vielleicht auf Ping-Pong umstellen? Vorsicht, der wird mal lauter, ne? Ja. Ein bisschen abklingen lassen, sonst. Wo der Ping-Pong? Lang. Zu lange. Viel zu lange. Ich würde jetzt Folgendes vorschlagen. Wir machen jetzt eine neue Spur, eine neue Audiospur. Nochmal, Audio, so. Wählen dort als Eingang diesen Folder Music, wie man sich dann doch an Kleinigkeiten so unglaublich aufhalten kann. 8.6 Vibraphon. Wo war es jetzt? Vorsichtig, nicht zu schnell. Ihr seht es jetzt gerade nicht. Ich gehe hier auf Lied runter. Jetzt seht ihr es wieder. Vibraphon. Und jetzt muss ich hier nochmal am Master Preview nehmen. So, jetzt können wir das Vibraphon aufnehmen, so wie es ist. Weil das, was mir gefällt, ist dieser Part da hinten. Stopp! Ja, das kann schnell teuer werden in den Boxen. Wo kommt denn das jetzt bitte her? Wir haben es doch hier gemutet. Was? Ja, ist das noch drauf auf der anderen Spur? Eigentlich habe ich die gemutet. Okay. Okay. Klappen wir den nochmal auf. Muten die Teile hier. No!
Könnt ihr mit dem was anfangen? Ja, ich würde das ein bisschen abklingen lassen. Also praktisch wie so ein Dekrescendo, wie so ein Hall langsamer abklingen lassen. Was für also praktisch Federn leiser, also ganz leise runter. Also nicht abrupt weg, sondern langsam runterfedern. Alpha meine ich jetzt. Hätte man auf einem gewissen Level auch im Hintergrund einfach laufen lassen. So. Was ist. Ist doch geil, bitte. Ja, das klingt geil. Ja, kommt gut. So ein schöner DJ-Track. Dreck. Geiler Adlib. Ja. Produzieren ja heute keinen Track, sondern Thomas, nur einen Track. Du hast was vergessen. Thomas, du hast was vergessen. Was? Ja? Die Mute Trumpets bitte mit einbauen. In ja, diesem Part, wo es, da habe ich nämlich auch eine Datei geschickt. Ja, ist der und zwischendurch kurz Command S drücken. Genau. Jetzt ist ein guter Moment, um mal wieder Command S zu drücken. Guck mal, Mute Trumpet, die hast du bei dir auch da auch liegen. Die habe ich dir auch geschickt. Aha. So, machen wir mal kurz hier, das können wir wieder wegtun, damit wir da ein bisschen Ordnung halten. Mute Trumpet, dann schauen wir mal deine Files an, die sind hier. Da sind sie, WAV-File an Anfang ziehen und dann hören wir mal, was. Ja, da ist Spur, glaube ich, 11 müsste sein, sehe ich schon. Ja, 11 ist das. Denen hört man so ein bisschen an, dass sie nicht echt sind. Finde ich. Was meint ihr? Muss man im Kontext mal hören einmal, ja, ne? Ja. Ich habe noch keine Meinung dazu. Ja, da müsstest du aber das Originale von mir, also das was ich mitgeschickt habe, das Arrangement mal als Vergleichen mal anhören und dann kriegt man so ein anderes Bild, oder? Dann weiß man auch, wie das gemeint ist. Ja. Weil die kommen im Mittelpart, kommt ja auch drin vor. Da bist du aber den Track, also das Arrangement, das, was ich da mitgeliefert hatte, das zusätzliche Arrangement nochmal komplett anhören. Dann weißt du auch, wo die Mutterpads genau hinkommen, da kommt das Akkord und da sagst du die smarten Gitarren auch noch. Okay, eine Sekunde. Nicht, ob mich die so überzeugt. Aber ich muss nicht allein entscheiden. Was denkt ihr? Michael Scheuch verschickt schon Herzen. Ja, ich habe mich verliebt. In wen denn? In den Dominik. In den Dominik? Weil er so lieb ist. Das ist ja schön. Wir haben jetzt noch eine Verkupplungssendung hier. Auf jeden Fall. Zu dem Mood Trumpet gehört ein schön Piano, schön im Hintergrund, ganz leise.
nicht laut. Vielleicht stark verhallt oder so, dass sie auch Pad-ähnlich rüberkommen oder sowas. Nein, da müsste der Thomas, um zu verstehen, wie ich das meine, deswegen habe ich das MP3-File geschickt, dass er auch so meint, wie ich das meine, wo die Mundtrompeten eingesetzt werden kann. Hören wir mal rein. Das ist jetzt der Track von Mike, wo er basierend auf unserem Material einfach mal einiges eingespielt hat. So, lass komplett durchlaufen. Genau, irgendwie müssen wir zu Ende Zeit herumkriegen. Ja, bitte dranbleiben, nicht abschalten. Wir hören ein bisschen rein. Geprickelt in meine Popo. I will remember this night, baby. Forever and ever. Lass uns spielen, Versteck. Wenn du mich findest, du darfst mich verlassen. Falls nicht, ich bin im Keller. Mike, großes Kino. Großes, ja, großes Kino. Aber ich, Moment, aber das Mittelstück, wo die Mood-Trompette vorkommt. Lass ja. Das war auch nicht hin. Das ist gut. Das ist geil. Also jetzt habe ich irgendwas nicht mitbekommen. Wenn ihr so weitermacht, habt ihr genug Material, um den Porno zu drehen zu koordinieren. Das ist geil. Herrlich, herrlich. Top. Super. Mike, großes Kino, das ist super geil. Aber natürlich landen wir ein bisschen in einem anderen Genre, wenn wir das jetzt ganz so intensiv. Im Konkreten, mir gefällt dein Track super gut, der ist super schön. Und ja, den Porno würde ich gerne sehen. Die Trompete, die leidet ein bisschen drunter, dass man hört, dass sie nicht echt ist. Vielleicht liegt es auch daran, dass ich ein ganzes Album mal mit einem super tollen Trompeter aus L.A. produziert habe. Und der hat genau diese Trompeten, aber halt ein Album voll gedudelt mit echten Trompeten. Deshalb tue ich mich mit dem ein bisschen im Konkreten schwer. Aber alles, was du gemacht hast, sonst super Arbeit. Ich würde sagen, jetzt hören wir mal, wo wir stehen. Oder? Genau. Hat doch die DAW an dabei gedacht. Unbedingt. Thank you.
Thomas, darf ich schon kurz was einwerfen? Ja. Achten wir auf Hi-Hat und Percussion. Die sind irgendwie ausschließlich links. Da fehlt irgendwie der Gegenspieler, habe ich das Gefühl. Mhm. Ist auch so. Ja, ich habe irgendwann das mal konfiguriert, dass man mit dem Keyboard hier das alles fernsteuern kann. Und ich nutze es zwar nicht, aber der Effekt ist, dass immer, wenn ich an dem Regler ankomme, verstelle ich mir irgendwas. Und Schön. Ah. Okay. Dann hören wir nochmal von Anfang. Ich würde es gerne einmal durchhören. Vielleicht ja, ich halte meine Fresse. Im Optimalfall merken, wenn ihr Bemerkungen habt, und wir besprechen es danach, wenn wir es mal durchgehört haben. Weil alles klar. Dann kriegt man mal ein Gespür für den Track. Ist geil, ist geil. Der Akustik gehört da unbedingt rein, der ist super. Ja! One, two, three, four. Da habe ich eine gute Idee, das ist mir noch zu leer. Ich finde zwar das Reduzierte super, aber ist ein bisschen zu leer. Hey, wir wollten nicht quatschen. Entschuldigung, Entschuldigung. In einem Porno wird nicht gequatscht. Da wird gehandelt. Ja. Im Chat wird schon nach Hauptdarstellern für unseren Film gesucht. Wir bleiben jetzt noch ein bisschen bei der Musik. Genau, diese Stelle, da hatte ich kurz die Idee, etwas völlig Krankes zu machen. Ich habe hier Ich mal gespannt, was du jetzt machst. Ich habe auch eine Idee. Ich auch. Ich habe da eine Audiospur gemacht. Und hier ist der Ordner, wo wir das schon mal gebounced haben, die erste Demo-Version. Und da ziehe ich jetzt mal das Vollplayback rein
Also der ganze, ist der ganze Track quasi. So. Dann schiebe ich da auf die 1, gehe da mal auf Solo. Mhm. Das da hole ich mir und schneide es da ab und schiebe das genau daher, wo der Bass da wieder kommt. Wo das so, bei der Snare schneide ich schon wieder ab. So. Und dann geben wir da einen EQ drauf, der mal die hohen und tiefen Frequenzen rausnimmt. Mach einen Telefoneffekt. Bisschen Telefon. Und jetzt geben wir da einen Hall drauf, wie ihr es noch nicht erlebt habt. Jetzt bin ich mal gespannt. 400 Millisekunden. Ja. 8000 Millisekunden. Vielleicht brauchen wir noch irgendeinen interessanten Effekt, der dann noch so ein bisschen, keine Ahnung, Chorus-mäßig... LFO-Tool. Ja. Na, ist scheußlich, scheußlich. Was mit einem Flanger? Flair ist ja auch so ein Flanger von Native. Das ist ganz gut. Und da hinten könnten wir jetzt einen Filter draufsetzen. Boah, ist ja irre, mal. Lass das mal. Das interessiert dich jetzt. So ziehen wir den da jetzt runter. Zack. Und jetzt haben wir noch keine Ahnung, wie sich das in den Track einfügt. Ja, geil. Nicht so schlecht, oder? Zu schnell, ein bisschen zu schnell. Ja, oder? Zu schnell und zu laut. Was zu leise? Da muss eigentlich weg sein. Ja, weil da ist die neue schlecht. Harmonie da, die wollen wir nicht mehr. Oder wir lassen den noch ein bisschen da hängen und ziehen die tiefen Frequenzen raus. Dann stört es nicht so. Ja. Warum? Ab da ist eine neue Harmonie und dann klingt der ein bisschen falsch. Wenn ich aber alles unter 1 Kilohertz da bereits rausgefiltert habe, dann tut es nicht mehr weh. Die hohen Frequenzen stören uns nicht, sondern die Tiefen stören, wenn die eine falsche Harmonie spielen. So würde ich es lassen, auf jeden Fall. Also ein schöner Effekt ist. Und wenn man den um Achtel nach hinten verschiebt? Ausprobieren, aber ich weiß. Aber sowas aber ganz gut, würde ich sagen. Achtel nach hinten. Ist schon wieder Effekthascherei, oder was? Ja. Okay. Davon liegt ja die heutige Musikproduktion. Ich kann was damit anfangen, also ich finde die Idee nicht schlecht. Ich glaube, es hat mir anders besser gefallen. Oh. Ja. Ich weiß es nicht. Schreibt mal im Chat eine 1, wenn euch das nach Achtel nach rechts besser gefällt und eine 0, wenn euch das ursprüngliche, wo es nicht auf der Achtel verschoben war. Eine 1 heißt, so wie es jetzt ist, gefällt es euch gut. Das schaut sehr eindeutig aus. Ich tendiere auch ein bisschen mehr dazu. Aber danke fürs Mitspielen. So. Der ganze Effekt könnte uns natürlich auch hier hinten helfen, wo die Nummer aufhört, weil die hört ja noch irgendwie komisch auf. Die Frage, was, wenn wir es hier wieder aufziehen und
Dann fällt nochmal ein Delay drauf oder so. Delay, einen Mono-Delay und achtelpunktiert. Das sind 3/16. Also bei vielen Delays stellt man einfach in 16 ein. Also 4/16 wären dann eine Viertel. Und ich glaube, dass 3/16 gut sind. Das ist eine Achtel punktiert. Na, ich würde sogar auf Viertel gehen, Adolf. Ja, ist besser. Würde ich aber nur hier hinten machen und vorne nicht. Insofern mache ich eine Automation, die das an der Stelle den einschaltet. Ja, ja. Dazu könnten wir unseren Soundeffekt nehmen, diesen hohen. Ist jetzt noch falsch. Ein bisschen leiser da hinten, ne? Wollen wir da eine Kick haben oder nicht? Ne, ich glaube, brauchen wir da nicht. Brauchen wir nicht, gell? Oder? Was sagt ihr? Ah, yeah. Jetzt habe ich eine Idee, was wir da hinten noch machen. Und ich glaube, ich kenne jemanden, dem das gefallen könnte. Impact. Dem Mike könnte das gefallen. Ja, so ist es. Das was ist, wenn wir noch einmal das Harmonium, das Akkordeon hier aufflackern lassen? Ja, komm, mein süßes Akkordeon. Ich liebe das Instrument. Das ist auch ein schönes Instrument. Ja, ich bin also mehr mit den Tasten verheiratet als mit der Freundin. Wieso, wie, was ist jetzt? Ah, wir sind an der völlig falschen Stelle. Immer hier raus. Ja, du bist bei 8 Minuten 10. Ja. Das ist ja, eine recht große Pause dazwischen. Man darf das nicht immer so engstirnig sehen. Ich glaube, dass ich wieder falsch bin. Na doch. Mutig sein, mutig sein. Genau, einfach mal ein Neues ausprobieren. Ist auch nicht wirklich ein Ende, oder? Aber vielleicht nee, nur den ersten Part und das war's. Und fertig. Oder Thomas, du müsstest vielleicht an irgendeinem Stipsel finden, wo eine andere Passage dazu passen könnte. Hast du Melodyne da drauf? Ja, natürlich. Dann würde ich einfach die Noten von dem Ding ändern, die letzten beiden. Dass er dann wieder auf A endet. Klingt aber auch interessant, diesen Delay-Effekt. Schauen wir mal im Zusammenhang. Also doch, das klingt also das doch, klingt auch also, gut. Also vor allen Dingen taktmäßig passt das auch. Da. Und dann das Decrescendo. Jetzt habe ich ihn abgehackt, Entschuldigung. Mir gefällt das ganz gut. Ich würde es mal lassen. Genau. Mit frischen Ohren findet man dann manchmal Dinge super. Oder also nicht so das super. Muss ich ja wirklich sagen, du bist ja ein absoluter Soundkünstler, was das angeht. Effektierungskünstler. Jetzt würde ich nie kriegen können. Mike, hör mal kurz auf zu schleimen. Ich hatte noch eine Idee bei Takt 62. Nein, warte. Lass den Mike aussprechen. Lass den aussprechen. Nee, aber das ist ja... Also, danke, also das, danke, Mike. Nee, das würde ich soundtechnisch nie so hinkriegen können. Also, ja. 62. Genau, bei 62. Aber ich schalte dann nochmal wieder auf die DAW. Und dann schalten wir mal auf die DAW.
Ja, stopp. Ist gar nicht 62, ne? Ja. Wir haben so unglaublich viel Delay, also Latenz hier drin. Das ist und zwar würde ich gerne 4 von diesen Drumsticks, wenn man die Drumsticks so zusammenknallt. Genau. Und ich sag dann gleich an welcher Stelle. Das kann ich jetzt nur schätzen. 1, 2, 3, 4. Genau. Im letzten Takt vom Break. Bevor es wieder abgeht. Du hast ja mal Ideen. Warte mal. Noble Sound hieß ein. Genau. Noble Drums. Nicht ganz perfekt. Ich habe eine Schlagzeugaufnahme in Frankfurt gemacht. Ja, Thomas, kannst du aufnehmen. Oh! Lass schauen, wie machst du das? Was hast du da? Drumsticks. Ja, aber das müsstest du aufnehmen mit deinem Mikrofon. Hast du ein Mikrofon? Ja. Nimm's auf, schick mir ein Audio-File durch. Jetzt gleich? Nee, später. Ja, wann denn? Wann denn? Ich würde dir vorschlagen, mach dein Mikrofon aus, mach das in Ruhe und schick's mir kurz durch. Okay. Ja? So. Und ich würde etwas anderes vorschlagen in der Zwischenzeit, damit der das in Ruhe machen kann, da wo war. Das letzte Mal kam von vielen die Anregung, was ist denn mit Mastering? Wir würden so gern mitkriegen, wie du in deiner DAW so einen Track masterst. Weil der Kai dann auch gesagt hat, ich master das bei mir und ich mache einen eigenen Workshop und so weiter. Ich hoffe, der Kai macht das wirklich, weil das ja auch super spannend ist. Aber viele haben gesagt, ich würde aber gern genau sehen, wie du es in der DAW machst, weil die ganzen Geräte vom Kai, die habe ich gar nicht. Für mich wäre es inspirierender zu sehen, wie man das in der DAW macht. Deshalb würde ich sagen, mastern wir den Track jetzt gleich mal, damit wir heute mit einer fettklingenden Version hier auseinandergehen. Und dafür schalte ich wieder auf meinen Screen. Und gehe auf meine Masterspur. Denn ich mache das direkt im Master. So, das hier ist ein nichts anderes als eine Lautstärkenabsenkung um 4-5 dB. Die mache ich nur wegen der Twitch-Sendung, damit die Musik nicht euch die Ohren wegballert. Die drehen wir jetzt sogar noch ein bisschen runter. Aber die nehme ich natürlich raus, bevor ich dann den Track bounce. Also die müsst ihr euch weg vorstellen. Hier sitzt schon der Ozone. Den habe ich nur standardmäßig ausgeschalten, weil der so viel Rechenpower braucht und so eine hohe Latenzzeit hat. Und auf einmal ist dann alles verspätet, ist beim Einspielen nicht so schön. Was ich schon auf der Stereo-Summe, nämlich hier auf meiner Musikgruppe habe, ist ein EQ, der die ganz tiefen Bässe absenkt, die man eh nicht hört, aber die dem Ganzen sehr viel Druck haben. Und deshalb habe ich so einen High-Pass-Filter bei 30 Hertz. Standardmäßig, der ist bei mir immer auf der Stereo-Summe drauf, auf der Musik drauf. Dann kommt ein L3 und das ist also ein Multiband-Kompressor. Das wäre ein Kompressor, aber es sind 5 verschiedene Kompressoren. Der erste Kompressor tut nur die ganz tiefen Bässe von 0 bis 64 Hertz sich anschauen und wenn der Pegel über den Threshold geht, komprimieren. Der zweite macht dasselbe mit den höheren Bässen, der dritte mit den Mitten und so weiter bis zu den Höhen. Und jetzt nehmen wir gleich mal den Full Part. Und da sehen wir, der macht sehr wenig, nur auf der Snare. Da arbeitet er ein bisschen. Ich würde ihn mal ein bisschen stärker arbeiten lassen. Das ist nicht mehr schön. Damit haben wir schon mal so eine Kompression auf unterschiedlichen Frequenzbereichen. Und was brauchen wir jetzt? Jetzt gehen wir wieder auf die Stereo-Summe, wo unser Ozone schon wartet. Da ist er. Der Ozone hat hier, da kann ich mir hier oben verschiedene Effektgeräte laden und die sehe ich dann, wenn ich drauf drücke, hier unten. Eins ist der Imager. Und schauen wir uns jetzt mal an, was der macht. Da habe ich hier verschiedene Frequenzbereiche und dann kann ich die Höhen, das Image aufdrehen, also wie stark
die Stereobandbreite ist. Wenn die 0 ist, dann ist es genau unbearbeitet. Wenn ich runtergehe, wird es Mono, also ganz unten ist Mono. Und wenn ich raufgehe, wird links die Phase von rechts phasenverkehrt hinzugemischt und dasselbe auf der, andersrum. Und da mache ich es meistens so, dass ich hier in den Höhen sehr viel mache und je weiter es runtergeht, desto weniger mache ich. Und in den Bässen drehe ich sogar ein bisschen Richtung Mono, weil im Bassbereich soll nicht so viel stereomäßig passieren. So. Und ich schalte es jetzt mal, während es läuft, ein und aus, dass wir einen Unterschied hören. Also so ist es aus, so ist es an. Hören tut man es natürlich nur, wenn man Stereo-Kopfhörer oder gute Stereo-Lautsprecher hat. Achtung! Macht's einfach noch ein bisschen angenehmer, voller. So. Viel wichtiger, bevor wir zum Maximizer kommen, der eigentlich das Wichtigste ist, schauen wir uns dieses Tool noch an. Das sitzt ganz hinten. Tonal Balance Control. Da haben die Folgendes gemacht. Die haben das ganze Frequenzspektrum in vier Bereiche eingeteilt. Die Bässe, die Tiefen, Mitten, die Hohen, Mitten und die Höhen. Mhm. Und haben ein paar tausend Tracks analysiert und haben gesagt, wir zeichnen jetzt bei unseren 1000 Tracks, die wir analysiert haben, befinden sich die Bässe zwischen dem und dem Bereich, das ist die grüne Phase hier, die Tiefen mitten in dem Bereich und so weiter. Und jetzt kannst du deine eigene Musik durchlaufen lassen und siehst, wo du dich befindest. Und wenn du irgendwo nicht drin bist im Bereich, dann sollte man zumindest nachdenken, ist das okay trotzdem, weiß ich, warum das so ist und sage, es ist mir wurscht, mir gefällt das, oder will ich was ändern? Schauen wir mal. Wir haben sehr viel Bass, aber wir sind noch im Bereich. Ja. Wir haben extrem viel Bass, sind aber noch im Bereich. Ich würde es hier mal mit dem dynamischen EQ ein bisschen... Ich finde, es klingt schön. Ich würde es so lassen. Wo kriegt man das denn her, dieses Tonal Balance Control, diesen Phasenmesser? Das ist ein Teil vom, Ozone 9. Ozone 9, ja. Die ganze Geschichte ist leider nicht sehr günstig. Man kann auch mit anderen Tools, es gibt auch ganz viele andere Tools, mit denen man Mastering, mit denen man ähnliche Sachen machen kann. Ozone 9 ist so das meistverwendetste Teil für Mastering. Isotope. Ach, ja, Isotope. Was kostet das? 500 Euro, 600 oder was? Da haben wir es eh schon beinahe. 249. Das geht aber noch. Ja. So, jetzt kommt ein ganz wichtiger Part, nämlich... 250 Euro. Hier stelle ich... Richtig. Dollar? Wird sogar noch günstiger. Es wird noch ein bisschen günstiger. Achso, okay. Das kann man noch mitleben. So, hier stelle ich beim Maximizer, der ganz als letztes sitzt, stelle ich ein, wo der Pegel ist, wenn er rausgeht. Da gehen wir mal auf 0,5, denn ich habe danach noch ein weiteres Tool. Und hier stelle ich den Threshold ein und damit, wie laut ich das Ganze mache, also wie viel Loops ich dem auch gebe. Je weiter ich da runterziehe, desto lauter wird mein Track. Und hier oben sehe ich, wie stark ich das bearbeite. Schauen wir mal. Noch passiert so gut wie gar nichts. Seht, es wird lauter, aber hier... Zu viel Kompression. Ja, ihr seht, es wird lauter. Ich wollte euch nur mal zeigen, was passiert, aber irgendwann klingt es halt auch nicht mehr schön. Und jetzt mache ich das Ganze nochmal, aber mache es viel dezenter. Das verträgt es absolut. Als allerletztes Tool hier, den Balance können wir wieder ausschalten, habe ich den Elephant.
Der Elephant ist ein Brickwall-Limiter. Also der ist einfach geeignet, um als allerletztes hinten drauf zu hängen und nochmal die Spitzen anzuschneiden. Und da habe ich viele getestet und der hat einfach am schönsten geklungen. Wenn man den gleich stark wie andere eingestellt hat, hat man bei den anderen schon gehört, wie die arbeiten. Und bei dem hat man relativ wenig gehört. Deshalb gebe ich da nochmal ein gutes dB drauf. Und schau, dass der Ausgang auf minus 0,1 ist. Ganz auf 0 sollte man nie hochgehen. Das hat technische Gründe, die ich jetzt nicht so gut erklären kann. Aber minus 0,1 oder 0,2 fährt man auf jeden Fall ganz gut. Und ich schaue, dass der nochmal ein bisschen was rausholt. Deshalb gehe ich da auf fast 1,5 dB hoch. True Peak anstellen. Wo wollte irgendjemand schreibt im Chat, ich soll True Peaks anstellen. True Peak bei Isotope. Bei da Isotope. Oben über Selling. Da, wo du das Threshold runterziehst, da gibt's True Peak. Siehst du es? Ja. Jetzt schreibt der HP Studio 63, der Effekt in Ozon ist erst wirksam, wenn der True Peak eingeschalten ist. Ganz stimmen kann das nicht, weil, wenn ich den ausschalte, sehe ich ja, dass was passiert, wenn ich da rumdrehe. Also kann es nicht ganz stimmen, dass der nicht arbeitet, der Maximizer, wenn der True Peak aus ist. Aber ich würde sagen, wir vertiefen diese Diskussion an der Stelle nicht. Ich habe meistens True Peak ausgeschalten gehabt und damit eigentlich gute Erfahrungen gemacht. Aber ich finde, es klingt so, wie es jetzt ist, fein. Ich würde es jetzt einfach mal so lassen. Wie geht's unseren Drumsticks? Habe ich dir per Chat rübergeschickt. Per Chat rübergeschickt auf Zoom, nehme ich an. Genau. So, dann mache ich hier mal den Chat auf. Da habe ich's. Kann ich da, wo drücke ich da zum Downloaden? Ich glaube, hier rechts daneben gibt es diese drei Punkte oder was? Dateiöffner im Finder anzeigen, da sind wir schon. Okay. Dann brauchen wir bei den Drums eine neue Audiospur. Am Ende vom Break wolltest du das hier? Genau, der letzte Takt. Machen wir hier auf dieser Spur. Ziehen das hier rein. Hier musst du entweder jetzt einzeln rausschneiden. Zeigst du uns nochmal, wie du das gemacht hast, damit wir das auch mal sehen? Vor der Kamera jetzt mal kurz. Wie ich das gemacht habe? Ja. Hier, Mikro. Ja, nicht so schreien, nicht so schreien. Schrei mich nicht so an. Da musst du ein bisschen weiter weg. Ja, genau. Ja, okay. Ja. Also auf Niere umgestellt und einfach davor. Spitze. Aufgenommen. Das hast du sehr gut gemacht. Dann schauen wir uns das mal an. Das sind zwei Versionen. Schauen wir mal, welche besser klingt. Ich würde sagen, mal die zweite. Ja, so. Und dann schieben wir hier, gehen wir auf Stretch, müssen wir den noch kurz aktivieren und auf Slice Mode hier gehen, damit wir das Timing bearbeiten können. Und dann schieben wir den ersten oder schieben wir es so her. Okay. Passt sogar auch noch alles. Irgendwie mag er gerade nicht so, wie ich will. Schieben wir das mal daher. So. Okay. Und jetzt ist der erste noch ein bisschen angeschnitten. Ein bisschen zu schnell bist du.
So. Ah ja, jetzt geht's. So. Und dann schieben wir die einfach genau auf die Beats hin. Und auf einmal hat der Wova ein perfektes Timing. Ha. Das, und das ohne Musik zu hören. Was ist drauf, Waldi? So. Yeah. Da geht aber noch was vom Klang, oder? Das ist noch nicht das Ultimative. Schauen wir mal, ob sowas wie Saturation. So ein bisschen Dreck kann hier ja mal nicht schaden. Und dann ein bisschen EQ. Okay. Und ein bisschen Hall. Oh. Das funzt aber. Ist sie leiser noch, oder? Ja. Und vielleicht auch lauter werden, so. Tak, 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 tak. Der letzte muss vielleicht ganz weg. Nur drei Stück. Eins, zwei, drei und dann baff's. Nee, ich würde es anders machen. Ich würde Crescendo nehmen. Crescendo. Ich finde es auch gut, wenn der letzte weg ist. Ich habe trotzdem Crescendo gemacht. Ah ja. Er muss auf die vier vielleicht die Snare kommen. Irgendwie, da muss was. Ja, finde ich auch. Also die eine. Okay. Oder vielleicht auch Tom-Toms einbauen, das geht auch. Vielleicht brauchen wir noch sowas hier. Warte mal kurz. Hier wird's dann mal. Sekunde. 1, 2, 3! So, ja? 1, 2, 3! Ja, super, oder? Geile Sau am Schlagzeug. Ja, aber natürlich Hall und dann vielleicht auch um vier Halbtöne runterpitchen, um vier Halbtöne oder so. Schön ja, böse, ja. Verzerrt hier ein bisschen. 1, 2, 3! Und dann nicht Hall rein, natürlich, Hall. Vor allem hört man so schön den österreichischen Akzent raus, das finde ich super. 1, 2, 3! Ja, so, mal um drei Halbtöne runter, um zwei bis drei Halbtöne. Wieso? Bin ich dir nicht männlich genug? Doch, eigentlich schon. Machen wir zwei Halbtöne. Zwei Halbtöne pitchen nach unten. Geil. Man hört's fast nicht und irgendwie macht's was. Jetzt ist gerade was Unglaubliches passiert. Habt ihr das mitgekriegt? Nein. Da war's, genau da war's. Diesen Moment, das ist immer der geilste. Der Song ist fertig. Ah, so. Wir sind fertig. Wie fertig? Juhu! Finish! Nerven oder was? Finish! Aber erst seit die Sticks drin sind, nicht? Ja. Ohne die war es vollkommen unfertig. Ja. Hat man es noch nicht mal erahnen können, wo es hingehen soll. Ja, ja. Jetzt ist ganz klar definiert. Jetzt wissen wir es. Zack! Jetzt lässt sich nicht mal eine Stilrichtung festlegen. wollen wir mal hören? Ja, komplett, aber alles komplett. Und alles laut, komplett. Mike, Mikro aus. Richtig. Ich bin ganz nervös. Los geht's. Thank you.
Ich finde keine Worte. Das hat wieder mal super Spaß gemacht. Lieber Michael, lieber Vova, war wieder mal super spaßig mit euch und tolle Ideen gehabt. Auch an euch im Chat. Ihr habt euch super eingebracht. Vielen Dank. Lieber Mike, ich bin sprachlos. Ja. Du bist der Held dieses Tracks. Wirklich. Großes Kino. Danke. Vielen Dank, dass du dabei warst und mitgemacht hast. Und ich freue mich schon, wenn wir den Track gemeinsam releasen. Großes Kino. Ich bin gespannt. Aber wo kann man sich den Track denn holen? Wo kann man sich das anhören? Jetzt deine Version, meine ich jetzt. Die werden wir auf Spotify raushauen, oder auf allen Plattformen raushauen. Mhm. Und zwar zeitnah. Prima, dann lass es mich mal wissen. Da wird schon gefragt, wann ist Release? Ich kann es an der Stelle nicht sagen, aber wir machen das möglichst zeitnah. Noch in dem Monat wird von A45 der Trance-Track released, den wir mit dem Kai im Team und mit dem Alex produziert haben. Mhm. Meine Lieben, vergesst nicht, jeden Dienstag sind wir fleißig live auf Twitch um 19.30 Uhr. Das heißt, nächste Woche auch wieder einschalten um 19.30 Uhr. Das wird super spannend. Ansonsten immer kreativ bleiben. Danke fürs Dabeisein. Cheers. Du willst ein neues Leben? Ich aber nicht. Ich möchte mein altes zurückhaben. So, hallo liebe Leute, hier ist der Markus Kinzel von den Sofasurfers. Ich habe letztens die Filmmusik für die Ibiza-Affäre für Sky produziert. Kennen Sie das? Wenn man schon zu weit ist, um umzukehren, dann geht's nur noch nach vorn. Und darüber und auch noch über viele andere Dinge spreche ich mit Thomas Foster in seinem Blog. Es gibt 3 Folgen. Da geht's über Kreativität, geht's über Tools, geht über Herangehensweisen und Sonstiges. Falls ihr da interessiert seid, bitte hört euch das an. Und um das Ganze mit den Worten von Thomas Foster abzuschließen, immer kreativ bleiben.